Hallo zusammen, wir üben heute das Seilspringen. Dafür brauchen wir ein Seil oder eine Schnur und viel Platz um uns herum. Beginnen tun wir, indem wir unsere Seil auf den Boden legen und drüber springen. Das machen wir ein paar Mal. Wenn wir das hinbekommen haben, heben wir unser Seil auf, nehmen es doppelt in beide Hände und strecken unsere Arme über den Kopf und nehmen sie wieder runter. Danach nehmen wir das Seil in die eine Hand und schwingen es nach vorne. So wie wir es schwingen werden, wenn wir später springen werden. Erst mit der einen Hand, dann mit der anderen Hand. So, wenn wir das alles haben für die größeren, können wir direkt zum Seil springen. Zuerst vorwärts. Wem das zu einfach ist, der kann das auch mit rückwärts probieren. Ihr merkt, Übung ist angesagt. So, und für die Vollprofis unter euch könnt ihr das auch mal überkreuzt versuchen. Naja, also wie schon gesagt, ich muss noch ein bisschen üben, aber ihr kriegt das bestimmt besser hin als ich. Viel Spaß!